Haben Sie das schon mal erlebt, Trainingsbeginn, und sind keine neuen Kollegen da? Wir haben schon in der Kabine geschmunzelt, dass es wirklich für viele von uns zum ersten Mal ist, dass es, dass wir auf den Platz gehen nach der Pause und kein Neuer dabei ist. Aber es ist kein Problem. Wir haben ja trotzdem noch genügend Jungs, die hier geblieben sind, und ein paar, die ausgeliehen waren, sind auch zurückgekommen. Für uns ist halt so, dass man halt, wie soll ich sagen, Spieler, die dann, wo man nicht weiß, was hingeht, und sind jung und so, da will man ja nicht so solche enorme Summe zahlen. Aber das Rad dreht ja alles weiter nach oben, und wir müssen uns daran gewöhnen, gewissermaßen. Das ist aber nicht so einfach, weil wir haben eine hohe Verantwortung. Wir sind nicht irgendwo, wir sind in Freiburg. Und wir haben keine großen Investoren, die das dann Jahr für Jahr ausgleichen, wenn es nicht läuft. Ja, das macht uns natürlich sehr stolz, gerade bei der U21, dass natürlich drei Spieler vom SC Freiburg in der Startelf gestanden haben, und auch die Art und Weise, wie gespielt wurde, hat mich doch dann auch sehr an uns auch erinnert, und vielleicht haben sie das einfach, waren es dann so viele, dass die Ausstrahlung so positiv war, dass sie alle anderen mitgezogen haben. Toll, dass sie Europameister werden konnte. Super Sache. Jetzt wollte sie sich ausruhen. Kriege auch relativ, also für unsere Situation relativ lang frei. Ich habe gehört, dass viele andere viel kürzer frei kriegen, aber ich will, dass sie sich einigermaßen ausruhen können nach der tollen Saison, was sie auch gespielt hat, und nachdem, was sie da auch aufgewendet habe, damit sie dann einigermaßen frisch zurückkommen.